ist die gewaltige Palette von Klangfarben und Stimmungen, die großen Steigerungen. Dann wieder das große Strahlen, das sich aus der düsteren Stimmung so langsam herausschält und mit dem Räubke die Zuversicht ausdrückt. Und dann auch wieder die Ruhe, das in sich ruhen und die Tröstungen, die hörbar werden, von denen der Psalm spricht. Vor 34 wurde Julius Räubke geboren. Er wurde nur 24 Jahre alt, aber in seinem kurzen Leben schuf der Organist und Komponist ein Werk, das zu den wichtigsten Orgelwerken des 19. Jahrhunderts gehört, die Orgelsonate, der 94. Psalm. Die besondere Herausforderung liegt auch in der Vorbereitung dieses Stückes an so einer Orgel, die ja ohne Spielhilfen auskommt. Es gibt keine Setzeranlage oder keine elektronischen Helfer, sondern wirkliche Helfer rechts und links, die eine ganze Menge hier zu tun haben und wirklich auf den Punkt die Register bedienen müssen. Als Sohn eines Orgelbauers stammte Räubke aus einem protestantisch geprägten Elternhaus. Und für seine Orgelsonate wählte er so dann auch eine biblische Grundlage und schafft damit etwas Revolutionäres, weil er die Gattung der symphonischen Dichtung oder der Tondichtung, die damals in der Orchestermusik gerade im Entstehen war, auf die Orgel übertrug. Die ausgewählten Verse, die Räubke zugrunde legt, sprechen von Unrecht, von Klage, aber auch von Trost und von Zuversicht. Und ich glaube, das sind Themen, die die Menschen in jeder Zeit beschäftigen. Mit 22 Jahren wurde Räubke Schüler von Franz Liszt in Weimar. Und unter dem Einfluss von Liszt gelangte seine genialische Veranlagung dann auch zum Durchbruch.
Liszts Vorbild ist deutlich erkennbar. Im Fall der Orgelsonate, die Räubke in dieser Zeit schrieb, besonders durch Liszts Fantasie und Fuge über den Choral Ad nos ad salutarem undam.